Mauer auf der Straße verloren. Der Polizist kam und grüßte mich. Ich bringe dich zu deiner Mama. Mama, schau genau hin, um Mama zu finden. Das ist nicht meine liebe Mama. Oh, doch, sie ist meine Mama. Auf der Straße wird meine Tasche gestohlen. Hier ist ein Dieb, oh, hilf mir. Mein Baby, was ist los, weinst du? Meine Tasche hilft mir, sich zurückzubekommen. Er ist hier zurück. Pass zuerst auf, dieses Trass zu stellen. Ich werde nicht zulassen, dass du so stehst. Halt deine Tasche fest, danke, guter Polizist. Plötzlich werden unsere Handschuhe. Oh je, yeah, das ist unheimlich. Pass auf, pass auf, bitte hör zu. Das klingt wie die Schere. Woher kommt dieses Geräusch? Zusammen werden wir es finden. Let's go. Liebling, schau mal, es ist der Schwan eines Drachens. Also der Geist ist ein Drachen. Wie kann ein Drachen Haar schneiden? So scharf, sag es so scharf. Das ist wie mir die Haare zerschneiden können. Sie können so scharf, frisch das zerschneiden. Es ist so gefährlich. Ich kann nicht schlafen, weil da ein Geist ist.
Chance da ist überhaupt nicht. Da sind nur Schaden auf der Suche nach Foto auf. Dein Zimmer ist zu dreckig, da sind viele Schlecks. Komm nicht her, hässlicher Geist, geh weg. Komm nicht her, hässlicher Geist, geh weg. Geh weg, hässlicher Geist, geh weg. Hässlicher Geist, geh weg. Hässlicher Geist, lass uns weggehen. Oh. Komm nicht her, verrückte Hexe, geh weg. Komm nicht her. Monster, geh weg. Geh weg, gruseliges Monster, geh weg. Geh weg, gruseliges Monster, geh weg. Gruseliges Monster, geh weg. Gruseliges Monster, geh weg. Wolf fleißig in die Schule. Stell dich vor, ein Lehrer zu sein. Wolf will die Kinder entführen. Oh, heute ist so schön. Oh, kein Grund zum Lernen. Oh, und wir spielen nur einmal. Baby entdeckt den Schwanz des Wolfes. Der Lehrer ist eingesperrt. Wir finden den Schlüssel vom Wolf. Jeder macht einen Plan, um den bösen Wolf zu fangen und den Lehrer rauszuretten. In die Falle des Babys und wird von Müllbomben getroffen. Wolf sieht's nicht, dann steigt auf ein Skateboard und der Wolf fällt hin. Wolf wird gefangen und gefesselt. Wolf ist ein falscher Lehrer, er schleicht sich in die Schule. Wolf will die Kinder entführen. Schau mal die schmierenden Kinder an. Sie alle fangen. Er pfeffelt sein Ziel und fällt ins Gras. Wolf lädt die Kinder ein. Lass uns spielen und Spaß haben. Jede springt in die Tasche ein. Schau mal die Ohren, Wolfs Ohr. Der Wolf hat die Kinder entführen. Die Polizei kommt, um Wolf zu verhaften. Ein und nimmt voll fest. Wolf rennt spanisch davon. Oh, schütte Ull auf den Boden. Mich verstecken. Erdbeben, ich habe Angst. Erdbeben, ich habe Angst. Erdbeben, oh nein, nein, nein. Wo soll ich mich verstecken? Zittern, zittern. Erdbeben ist gefährlich. Zittern, zittern. Ich habe wirklich Angst. Erdbeben ist nicht schlimm. Du musst ganz ruhig sein. Lass uns einen Platz finden. Unter dem Tisch ist okay. Bitte pass auf Fenster auf. Bitte pass auf Regen auf. Pass auf den Kopf auf. Du bist sofort in Sicherheit. Baby, weine nicht. Warte, bis Hilfe kommt. Du musst das tun. Und du bist sofort in Sicherheit. Zittern, zittern. Erdbeben ist gefährlich. Zittern, zittern. Ich habe wirklich Angst. Warte, wenn das Zittern aufhört, bitte nicht den Abzug. Du musst das tun. Und du bist sofort in Sicherheit. Halte meine Hand fest. Du brauchst zu weinen. Warte,
Sicherheit. Zittern, zittern, Erbeben sind gefährlich. Zittern, zittern, ich habe wirklich Angst. Erbeben ist nicht schlimm, du musst ganz ruhig sein. Lass uns einen Platz finden, unter dem Tisch ist okay. Bitte pass auf Fenster auf, bitte pass auf Regen auf. Pass auf den Kopf auf und du bist sofort in Sicherheit. Baby, weine nicht, warte bis Hilfe kommt. Du musst das tun und du bist sofort in Sicherheit. Zittern, zittern, Erbeben sind gefährlich. Zittern, werden kalte Säfte verkauft. Es gibt viele Sorten. Okay.
wischen müsstest du. Der probiert sie alle. Er trinkt den ganzen kalten Fruchtsaft. Seine Kälte wird rot und tut weh. Er trinkt so viele kalte Kittre auf einmal. Yeah.
Seite nach, Arme, schau herein und schau es sich an. Kaninchen trägt deine Arme und schließt den Kleideschrank. Oh ja, der Nachahme ist... Mama möchte das Haus sauber halten, der Bären im Haus herum. Mit seinen matschigen Fußspuren, er will nicht baden gehen. Der kleine Bär lächelt, wow, 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 liebt es, Mama zu lecken. Oh, Mamas Gemälde, mal der Bär, er mein Monster und Geister. Ohne Mama ist so wütend, sie verwandelt sich in ein Baby. Und Mama Baby ruft wie, 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 Mama Style zu spielen. Mama Baby malt überall, die Monster und Geister sind real. Der Bär hat so viel Angst und rennt, täglich weise kennt Mama so wohl. Und der kleine Bär lächelt, wow, 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 liebt und hilft Mama. Mama kocht leckere Suppe, das Schwein möchte Kuchen essen. Oh nein, Mama ist so wütend, sie verwandelt sich in ein Baby. Und Mama Baby ruft, wie, 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 Mamas Reihe zu essen. Mama Baby ist alles, das Haus wurde schnell vermusst. Das Schwein muss überall sauber machen, wirklich weise kehrt Mama zurück. Und das kleine Schwein lächelt, wow, 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 liebt die süße Mama. Klettert auf den Baum, wenn der es zurückrollt. Mob bin ich schlecht, schlecht, schlecht. Oh nein, der Affe hat einen Wurm. Ha ha!
Der Bär hat große Angst vor dem Krankenhaus. Aber Mama sagt, ein tapferer Bär wird keine Angst haben. Mit Mamas Hände gehalten wird sich der Bär leicht. Der Arzt überprüft deine Gesundheit, ob du gesund bist. Der Arzt überprüft die Größe und der Gewicht. Er sagt, dass du so ein tapferer Bär bist. Es stellt sich heraus, dass das Krankenhaus Spaß macht. Ich habe keine Angst mehr, weil der Arzt so nett ist. Habe keine Angst, wenn du zum Krankenhaus gehen musst. Okay. Der Apfel hat so viel Angst vor dem Krankenhaus, dass er auf einem Bau klettern und sich dort versteckt. Aber er ist das der, der keine Angst hat. Er möchte auch so tapfer wie ein Bär sein. Der Arzt überprüft die Ohren und die Augen. Und er sagt, dass du so ein tapfer Apfel bist. Er stellt sich heraus, dass das kein Haus Spaß macht. Der Arzt und alles sind so nett, nett, nett. Okay. Die Schildkröte hat so viel Angst vor dem Krankenhaus, dass sie sich im Panzer versteckt und dort bleibt. Aber sie hutet Mama, findet sie sofort. Mama verspricht, dass das Krankenhaus so viel Spaß macht. Der Arzt überprüft der Hals und alles an dir. Und er sagt, dass du so stark wie eine Schildkröte bist. Mama hat recht, das Krankenhaus macht Spaß. Der Arzt und alles sind so Wer liest und verliert die Nase, verliert die Nase. Probiere es mit der Mausnase, der Mausnase. Nein, nein, probieren wir eine andere Nase. Lass uns Bärs Nase finden, Bärs Nase. Ist nicht
geht auf die Toilette, es gibt ein sesames Geräusch. Baby braucht die Hilfe der Schwester, Sesamenklang aus der Toilette. Schwester und Baby kommen herüber, der Monster erscheint. Sie kämpft gegen das Stimmmonster, benutzt ein Sprühflasche. Monster versteckt sich in der Toilette. Oh nein, muss es rausholen. Das ist der Klang einer verstockten Toilette. Lass uns aufräumen. Affen erschreckt seine Freunde, er freut sich darüber. Es gibt seltsame Geräusche, alle Leute haben Angst. Der Affe hat auch sehr Angst, alle kommen hier zur Toilette. Ist das ein Monster mit einem riesigen Bauch? Baby entdeckt es, lass uns zuhören, es ist ein jämlicher Schrei. Die Toilette ist verstopft, lass uns aufräumen. Macht seltsame Geräusch. Was ist das für ein Geräusch? Das Schwein denkt, es ist ein Monster. Es ist gerade gekommen. Es um in die Toilette schauen. Der Schatten springt. Es ist ein grüner Frosch. Oh nein, der Bär hat das Baby verloren. Der Bär konnte das Baby nirgendwo sehen. Der falsche Weihnachtsmann ist angekommen. Er nimmt das Baby mit. Der Bär verfolgt den Wolf. Der Wolf verschreckt das Baby in bunten Geschenkschachteln. Und der Bär muss bellen. Der Bär öffnet die erste Schachtel. Da ist kein Baby. Der Bär öffnet die zweite Schachtel. Schneebälle fliegen heraus. Der Bär weicht aus der Wand, wird getroffen. Der Bär hat einen Regenschirm. Vermeide alle Schneebälle und finde das Baby. Die Maus schmückt den Weihnachtsbaum. Das Baby jagt den Ball nach. Der Weihnachtsmann zeigt ihm den Weg. Sprinte, um das Baby zu finden. Aber die Ratte bemerkt es in ein falscher Weihnachtsmann. Oh, der Wolf täuscht ihn nun. Schnappt sich das Baby. Der Wolf verschickt die Schachteln, um das Baby zu finden. Eine Herde Fledermäuse fliegt heraus, vertreibe sie. Die Maus schützte das kleine Glöckchen auf Fledermäuse. Der Bär erzählt dem Baby von gruseligen Tieren. Baby hat Angst, Baby hat Angst, Baby hat Angst. Oh, das findet das Baby ist voll. Let's go. Okay. Baba wechseln die Winde des Babys und der Bär bekommt ein neuer Winde. Wechsel eine neue Winde. Wirf sie in den Müll. Oh, Baby, weine nicht. Und das Baby ist glücklich. Maus und Baby schauen fern. Plötzlich erscheint ein Geist. G-E-I-S-T. G-E-I-S-T. Geister sind gruselig. Oh, das Baby ist voll.
des Babys. Aber ich habe keine Windel mehr. Was soll eine Maus tun? Was soll eine Maus tun? Oh, das Baby, weil die Maus braucht Hilfe von den Bären. Mitgebracht. Lass uns die Winde des Baby wechseln. Wechsel eine. Ein Lastwagen fährt auf der Straße. Der Lastwagen bringt mich zum Loch. Ohne Elfe in den Schlamm. Das Lastwagen kann nicht entkommen. Es ist ein Monster, er hält den Lastwagen nicht fest. Der Lastwagen kann vor uns. Das Baby kommt. Ich in zwei Teller. Der Lastwagen weint traurig. Das Baby hat eine Idee. Ein Feuerwehrwagen kommt. Sprechen wir über Glück. Nehmen Sie das Monster mit. Kühlwasser auf das Monster und macht es Angst. Oh, das Monster lässt immer los. Oh, sie hören den Lastwagen hoch. Lastwagen, du Zuckerbrot sein, werde dich probieren. Monster entsteht, der Lastwagen ist frei. Der Wagen kracht in einem Bock, kommt um den Wagen zu helfen. Legt die Teile wieder zusammen, der Wagen kann immer noch nicht fahren. Ohne Klebeband kann ich helfen. Niemandem.
braves Baby im Kindergarten. Tolle deine Spielsachen, es macht so viel Spaß. Wir haben viele neue Freunde, wir langweilen uns nie. Teile deine Spielsachen, es macht so viel Spaß. Ich mag kein Brokkoli. Ein Brokkoli ist mein Brokkoli. Ich mag ihn nicht. Ich mag nicht seine Farbe. Sein Geschmack ist schlecht. Ein Brokkoli ist mein Brokkoli. Ich mag ihn nicht. I'm sorry. Braves Baby im Kindergarten. Das Gericht schon probiert, es ist köstlich. Du wirst diese Farbe lieben, du wirst diesen Geschmack lieben. Hast du das Gericht schon probiert, es ist köstlich. Braves Baby im Kindergarten. Befolge die Regeln im Kindergarten. Du bist großartig, du wirst viele Freude haben. Werde ein gutes Kind. Befolge. Kuchen, Chips, Schokolade, alles was ich esse. Lecker, 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 ich werde nicht zunehmen. Cola, Saft, Smoothie, alles was ich trinke. Lecker, 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 jetzt bin ich noch nicht satt. Kleiner, ohne ich werde größer. Oh mein Schat, oh mein Schat, oh mein Schat, oh mein Schat, ich muss abnehmen. Lauf, lauf, lauf schnell, ich bin gut im Laufen. Fröhlich, 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 aber ich rolle. So wie das, ich kann abnehmen. Fröhlich, 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 fröhlich. Nun mein Haus kann Eis essen. Denn ich habe eine Idee, wenn du es schaffen kannst. Fröhlich, 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 kannst du abnehmen. Na gut, Sport hilft mir sowieso nicht. Fröhlich, 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 nimm es leicht. Und das ist ein High, hilf mir, hilf mir, hilf. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich werde dich jetzt retten. Ist für ein Spielzeug heiß, schaffst du beim Schwimmen. So schnell, so schnell, so schnell, so schnell, du bist gut im Schwimmen. Dein Bauch wird klein, du hast abgenommen. Fröhlich, 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 fröhlich. Oh, es ist Zeit zu essen, Baby. Oh, dein Essen sieht lecker aus. I-I-I-O. Kann ich ein Stück probieren? Nur ein kleines bisschen. Hühnchen, Hamburger, alles ist lecker. Ich wünsche, ich hätte gutes Essen. I-I-I-O. Bitte teile Essen und Spielzeug. Sein. I-I-I-O. Lass uns zusammen gucken, es sieht so lecker aus. Hühnchen, Hamburger, ja, lass es uns tun. Es I'm ist sorry. Schön, mit Eiern das zu teilen. I-I-I-O. Oh, es ist
Zeit zu essen, Baby. I-I-I-I-O. Oh, dein Essen sieht lecker aus. I-I-I-I-O. Kann ich ein Stück probieren? Nur ein kleines bisschen. Süße Bonbon, Pizza, alles ist lecker. Ich wünschte, ich hätte gute Essen. I-I-I-I-O. Essen und Spielzeug. I-I-I-I-O. Alles wird lustiger sein. I-I-I-I-O. Lass uns zusammen kochen, es sieht so lecker aus. Süße Bonbon, Pizza, oh ja, lass es uns tun. Es ist schön, mit einer nur zu teilen. Zip-Zap, hier komm ich, Elektrizität, Mann. Bin folgesicher, Heilregel, halte dich sicher, meine Freunde. Sei vorsichtig, benutze sie niemals. Zip-Zap mit nassen Händen, fass niemals eine Steckdose an. Warum nicht, warum darf ich nicht mit nassen Händen berühren? Zip-Zap, Zip-Zap, Zip, du bekommst einen Schlag. Trockne deine Hände, bevor du eine Steckdose berührst. Zip-Zap, Zip-Zap, gut versprochen. Zip-Zap, hier komm ich, Elektrizität, Mann. Befolge sicher, heile, behalte dich sicher, meine Freunde. Sei alle vorsichtig, mit einer Steckdose herum. Sei bitte vorsichtig, steck nie mal euren Finger hinein. Warum darf ich nicht in einer Steckdose stecken? Zip-Zap, Zip-Zap, Zip, du bekommst einen Schlag. Oh, bitte pass auf, steck nicht euren Finger hinein. Zip-Zap, Zip-Zap, Zip, versprochen. Zip-Zap, Zip-Zap, bitte sei vorsichtig. Befolge sicher, Heilregel, halte euch sicher, meine Freunde. Seid vorsichtig. Finden. Ich sagte ihm, ich weiß es nicht, lass uns es herausfinden. Wir haben beide in die Nacht auf dem Padboard gefahren. Wir reisen lang und lang und kamen durch die Filmauhöhle. Dort haben wir den Joker, der Superman sein zu hatte. Wir folgen dem Joker, um unseren Superman zu retten. Thank you.
mag Früchte, ich mag Plum. Ich mag Blaubeeren, weil sie so lecker sind. Warum magst du Blaubeeren? Es ist so cool, ist so cool. Lecker, lecker, lecker. Ich werde es schnell für dich finden. Ich mag Früchte, ich mag Farben. Ich mag Erdbeeren, weil sie so lecker sind. Warum magst du Rot? Weil es so süß ist, so süß. Lecker, lecker, lecker. Ich werde es schnell für dich finden. Für dich finden. Pink, rot, blau, grün. Ich mag Früchte, ich mag Farben. Ich mag Brokkoli, weil er so gesund ist. Warum magst du grün? Weil er so frisch ist, so frisch. Lecker, lecker, lecker. Ich werde es schnell für dich finden. Ich mag Früchte, ich mag Farben, ich mag Regenbogenfarben, weil sie so schön sind. Warum machst du den Regenbogen? Weil er so fröhlich ist, fröhlich, lecker, fröhlich, lecker. Ich werde es nur für dich finden. Mit schönen Farben. Er folgt den Anweisungen und geht tief in den Wald. Oh, das ist ein riesiges Geschenk. Das Baby ist begeistert. Er öffnet dieses Geschenk. Oh nein, es ist ein Wolf. Der Wolf will das Baby entführen, aber der Polizist kommt an. Der Wolf rennt schnell weg, aber die Polizei fängt ihn. Nicht allein an entlegene Orte. Du wirst entführt und weit weggebracht werden. Oh, das ist ein tolles Geschenk. Die Maus ist begeistert. Sie rennt um das Geschenk zu öffnen. Oh nein, es ist ein Wolf. Der Wolf will die Maus entführen, aber ihr Freund ruft die Polizei. Der Wolf rennt schnell weg und die Maus wird gerettet. Der Bär schläft auf dem Bett, plötzlich sieht er ein Gespenst, das aus dem Raum kommt. Oh, es hat leuchtende Augen, er schwebt im Raum, dann fliegt es aus dem Fenster. Oh nein, meine Schwester ist verschwunden. Das ist
das Gespenst, das meine Schwester entführt hat. Alle suchen nach dir. Das Gespenst hat sie entführt. Ohne das ist die Schwester. Es konnte ja noch nicht schlafen. Es gibt kein Gespenst am Fenster. Schläft auf dem Bett, doch ist sie wie ein Gespenst, das aus dem Raum kommt. Er hasst unheimliche Flügel, es schwebt ihm rauf. Dann fliegt es auf dem Fenster. Oh nein, mein Bruder, ich verschwunden. Das ist das Gespenst, das meinen Bruder entführt hat. Alle suchen nach ihm, das Gespenst hat ihn entführt. Oh nein, das ist der Bruder, er konnte ja noch nicht schlafen. Es gibt kein Gespenst am Fenster. Er schläft auf dem Bett, jetzt ist sie ein Gespenst, das auf dem Raum kommt. Oh, das Gespenst hat Chef versehen, es schwebt im Raum. Dann fliegt es auf dem Fenster. Oh nein, meine Schwester ist verschwunden. Das ist das Gespenst, das meine Schwester entführt hat. Alle suchen nach ihr, das Gespenst hat sie entführt. Oh nein, das... Brot, Brot, ich spiele mit dem Brot, ich lege das Brot in die Palette. Es wird hoffentlich, es überblutet und es weint auf dem Boden. Nein, nein, das Brot nicht in die Toilette. Es macht keinen Spaß, es ist wuschig und es ist nicht cool. Mama, so bitte eine Entschuldigung. Papier, spiele mit Papier. Ich lege Papier in die Toilette. Es verschubst sich, es überblutet und es fällt auf dem Boden. Ich lege Fische in die Toilette. Sie verschoben sich, sie überflutet und sie